Herzlich willkommen zum Pressefoyer nach der Ministerratssitzung mit dem Herrn Bundeskanzler, Herrn Vizekanzler, Herrn Gesundheitsminister und dem Herrn Innenminister. Herr Bundeskanzler, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Phase des Lockdowns für uns eine harte, eine einschränkende, eine einschneidende ist. Aber es ist eine Phase, die definitiv Wirkung zeigt. Wir haben eine Inzidenz, eine 7-Tage-Inzidenz in Österreich vor einiger Zeit im November noch gehabt von rund 600. Wir werden aller Voraussicht nach bis zum 6. Dezember auf eine 7-Tage-Inzidenz von 250 sinken. Das bedeutet, in Neuansteckungen von einem Spitzenwert von rund 6.000 Neuinfizierten pro Tag im Schnitt auf ein Niveau von rund 3.500 Neuinfizierten am Tag im Schnitt. Das bedeutet, dass es gelungen ist, eine Überforderung an den intensivmedizinischen Kapazitäten zu verhindern. Und an dieser Stelle auch ein großes Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Bereich, im Bereich der Spitäler, der Pflegeeinrichtungen, eine wirklich übermenschliche Leistung erbringen. Diese Wirkung des Lockdowns hat auch die Basis dafür gelegt, dass wir jetzt sehr behutsam, aber doch wieder Öffnungsschritte setzen können. In dem Zusammenhang scheint es mir wichtig zu sein, zu betonen, die Pandemie ist nicht vorbei. Das Virus ist nach wie vor unter uns. Und die Ansteckungszahlen sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau. Perspektivisch gesprochen bedeutet das, dass wir nach wie vor bei unserer Einschätzung bleiben, dass wir im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren können, aber gleichzeitig bis dahin rund 6 Monate haben werden, wo wir alles tun müssen, um ein explosionsartiges Wachstum der Infektionszahlen hinauszuzögern oder im Idealfall sogar zu verhindern. Das geht natürlich nur mit Einschränkungen, so schwer uns das allen fällt. Und es geht mit mehr und mehr Tests von gewissen Berufsgruppen, aber auch von Regionen und sicherlich auch in wiederholter Art und Weise von ganzen Bundesländern. Für die nächsten Wochen der Öffnung bedeutet das aus unserer Sicht, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam sehr behutsam vorgehen. Die sinkenden Zahlen, die wir derzeit in Österreich erleben, die sind ein Erfolg, aber sie sind kein Grund zur Entwarnung. Wir haben aufgrund des Erfolgs des Lockdowns die Möglichkeit, die Lockerungen wie geplant vorzunehmen, allerdings schrittweise und ich betone noch einmal behutsam. Im Detail bedeutet das, dass mit Montag, 7. Dezember, wir wie geplant die Pflichtschulen öffnen werden. Das heißt, in den Pflichtschulen gibt es eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die Oberstufen mit Ausnahme der Matura-Klassen bleiben bis zu den Weihnachtsferien im Distance Learning. Alle Details auch zu den Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen, wie zum Beispiel das Tragen von Masken, wird der Bildungsminister im Anschluss bekannt geben. Wie geplant werden wir mit 7. Dezember auch den Handel, die körpernahen Dienstleister, Museen und Bibliotheken öffnen. Allerdings auch hier mit klaren Sicherheitskonzepten, wie zum Beispiel der 10-Quadratmeter-Regel, Eingangskontrollen, damit es nicht zu einer Überfüllung kommt, der Pflicht, Masken zu tragen und selbstverständlich auch ein Verbot der Bewirtung, also des Ausschanks von oder der Ausgabe von Speisen und Getränken dort. Ab 7. Dezember werden wir zu den Ausgangssperren wieder zurückkehren, die wir schon kennen, also Ausgangssperren zwischen 20 und 6 Uhr und gleichzeitig auch private Kontakte wieder möglich machen, aber auch das in einer eingeschränkten Art und Weise. Das bedeutet, es wird wieder die Möglichkeit geben, einen anderen Haushalt zu treffen, aber Betonung auf einen anderen Haushalt und nicht mehr, um das Infektionsgeschehen, das ja gerade im privaten Bereich problematisch ist, möglichst gut unter Kontrolle zu halten.
Ich bin mir bewusst, sehr geehrte Damen und Herren, dass das nach wie vor starke Einschränkungen sind. Aber ich glaube, es gibt ein Ziel, das uns alle eint, nämlich, dass wir ein würdiges und trotzdem halbwegs sicheres Weihnachtsfest gemeinsam feiern wollen. Und daher ist unser Ziel, die Ansteckungszahlen bis zum 23. Dezember durch weiter restriktive Maßnahmen, aber auch durch die Massentests so weit nach unten zu bekommen, dass wir für den Heiligen Abend, für die Feiertage und für den Jahreswechsel die Möglichkeit haben wollen, dass man in einem Personenkreis von bis zu 10 Personen diese Feiertage bzw. den Jahreswechsel verbringen kann. Mir ist vollkommen bewusst, dass das nicht ein Weihnachten sein wird wie in den vergangenen Jahren und es wird nicht ein Weihnachten sein wie im nächsten Jahr, also im Jahr 2021, 2022, aber es soll ein würdevolles Weihnachten sein und trotzdem mit einem möglichst hohen Ausmaß an Sicherheit. Ab dem 24. Dezember werden darüber hinaus Einzelsportarten im Freien, wie zum Beispiel das Skifahren, wieder möglich werden, damit auch der österreichischen Bevölkerung in diesen Feiertagen bzw. Ferien die Möglichkeit offen steht, sich hier auch sportlich zu betätigen. Was andere Wirtschaftszweige betrifft, wie den Tourismus, die Gastronomie, aber auch den ganzen Bereich der Kultur, ist es schmerzlich, dass wir hier noch mit Öffnungsschritten zuwarten müssen. Wir werden diese Branchen ab dem 7. Jänner wieder hochfahren. Wir haben uns darauf verständigt, dass es selbstverständlich für die Phase bis dorthin wirtschaftliche Entschädigungen geben wird, konkret bis Jahresende 50% des entgangenen Umsatzes und ab dem 1. Jänner die Möglichkeit des Fixkostenersatzes. Der Finanzminister wird auf Details auch im Anschluss an diese Pressekonferenz noch eingehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt. Daher ist es notwendig, dass wir diesmal auf ein sehr konsequentes Grenzregime setzen, das verhindern soll, dass wir in Österreich zwar mit den Zahlen nach unten kommen, uns aber dann durch Auslandsreisen in der Weihnachtszeit das Virus wieder ins Land einschleppen. Der Innenminister wird daher auf Details in diesem Bereich eingehen. Abschließend möchte ich festhalten, geschätzte Damen und Herren, dass all das nicht populär ist. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass niemand Einschränkungen möchte. Gerade nach dem Lockdown würden wir uns alle wünschen, dass alles sofort wieder öffnet und wir zur Normalität schlagartig zurückkehren können. Ich bin mir auch vollkommen bewusst, dass egal in welcher Reihenfolge geöffnet wird, es immer falsch ist. Es gibt immer die Möglichkeit zu hinterfragen, zu kritisieren und auch als unfair zu empfinden, warum in dieser und nicht einer anderen Reihenfolge Öffnungsschritte gesetzt werden. Aber fest steht auch, wenn wir alles gleichzeitig öffnen würden, dann kann ich Ihnen die Garantie geben, dass wir sofort wieder ein explosionsartiges Ansteigen der Infektionszahlen hätten und ein nächster Lockdown wäre wahrscheinlich schon für den Jänner vorprogrammiert. In diesem Sinne darf ich Sie alle bitten, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir die nächsten Wochen und Monate, die ein Balanceakt sein werden, bestmöglich gemeinsam meistern. Mit dem Ziel, so viel Freiheit wie möglich zu haben, aber gleichzeitig dort Einschränkungen weiter vorzunehmen, wo sie notwendig sind, damit wir nicht sofort wieder in ein schnelles, exponentielles Wachstum kommen. Ich glaube, es ist absolut realistisch, dass wir mit den Ansteckungszahlen bis kurz vor Weihnachten auf ein relativ niedriges Niveau kommen. Es ist absolut realistisch, dass wir von den 3.500 Neuinfektionen im Schnitt, die wir wahrscheinlich ungefähr am 6. Dezember erreichen werden, dass wir hier weiter noch hinunterkommen bis kurz vor Weihnachten. Es ist auch damit zu rechnen, dass über die Weihnachtsfeiertage, Silvester, den Jahreswechsel,
diese Ansteckungszahlen wieder zunehmen werden. Aber es ist wesentlich, dass dieses Tempo der Zunahme ein möglichst langsames ist. Es liegt an uns allen, dass wir alles tun, dass wir das Wachstum der neuinfizierten Zahlen in den nächsten Monaten so gut wie möglich unter Kontrolle behalten, dass dieses Wachstum so langsam wie möglich stattfindet und dass wir somit einen weiteren Lockdown verzögern oder im Idealfall sogar verhindern können. Insofern die große Bitte, tragen Sie die Maßnahmen mit, halten Sie sich an die Regeln, die wir uns alle geben müssen, auch wenn wir sie allesamt uns nicht wünschen. Und beteiligen Sie sich bitte auch an den Massentests, denn die Teilnahme an Testungen ist definitiv eine Möglichkeit, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten, ohne volkswirtschaftliche Schäden und ohne Freiheitseinschränkungen. Also der beste Weg, diese Pandemie zu bekämpfen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und danke vielmals auch an den Vizekanzler und den ganzen Team in der Regierungsmannschaft für die Vereinbarung dieser Schritte, die uns durch die nächsten Wochen und Monate bringen sollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich darf den Vizekanzler um seine Ausführungen bitten. Ja, danke auch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und ich wende mich natürlich wie immer auch an alle, die in Österreich leben und die uns hier vielleicht jetzt eben auch zuschauen. Ja, die sinkende Entwicklung des Infektionsgeschehens ist an sich natürlich gut, gibt Anlass zu einem ganz sanften Optimismus. Andererseits, die Entwicklung geht zu langsam. Wohl ist der Höhepunkt der zweiten Welle eindeutig überschritten, aber es ist eben nicht schnell genug, die Dynamik, insbesondere was die Anspannung auf den intensivmedizinischen Kapazitäten in den Spitälern betrifft. So, das erfordert Verantwortungsbewusstsein von uns allen. Es fordert aber auch verantwortungsbewusste Entscheidungen, die immer eine Abwägung sind und gar nicht so leicht zu treffen sind. Und das in einer Zeit, wo wir weiter Einschränkungen hinnehmen müssen, Vorweihnachtszeit, Advent, und wir werden auf manches Vertraute verzichten müssen, das gemütliche Miteinander bei Firmen, Weihnachtsfeiern und so weiter. Aber mit einer Perspektive, mit einer Hoffnung, ganz gut ins neue Jahr starten zu können, und diesen Optimismus wollen wir auch nähren. Ich möchte nur auf vier Punkte vertiefend eingehen. Das sind erstens einmal die Maßnahmen im schulischen Bereich, zweitens im Kunst- und Kulturbereich, drittens im Sportbereich und ein kleiner vertiefender Ausblick zu den Wirtschaftshilfen. Zur ersten Gruppe, dass die Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, auch deren Eltern uns besonders wichtig sind, ist ja bekannt und deshalb hat es ja in der Abwägung der Ziele und der Maßnahmen dazu geführt, dass jetzt die Pflichtschulen den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Bei den Matura-Klassen ändert sich deutlich was, die Details werden wir ja noch hören, aber die können wieder in den Regelunterricht zurück und das ist uns besonders wichtig, dass unsere Maturanten hier in Österreich eine gute Vorbereitung haben und Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern hier in gewisser Weise von ein paar Sorgen entlastet werden können. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Die 5., 6. und 7. Schulstufe bleibt ja weiter im Distance Learning. Schulen, Kindergärten sind ja für die persönliche Entwicklung der Kinder besonders wichtig. Und es war natürlich jetzt wieder 3 Wochen lang beinahe eine Herausforderung. Alle, die selber Kinder haben, wissen das natürlich. Für die Jugendlichen, für die Kinder, aber auch für die Eltern. Und man soll es durchaus auch mal bei diesen Gelegenheiten immer wieder ansprechen, besonders auch aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse für die Frauen. Danke dafür im Übrigen. Zur Kultur. Ja, dieses Jahr war schon eine große Herausforderung. Es ist eine schwierige Zeit für Künstlerinnen, für die Kultureinrichtungen und Initiativen insgesamt natürlich und für die kulturinteressierten Menschen, auch klar. Wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Kunst und Kultur auch ein essentieller Bestandteil des Lebens sind. Und für alle Kulturinteressierten sind diese Einschränkungen natürlich in gewisser Weise auch eine Zumutung. Das wissen wir. Und deshalb geht ja auch der Dank an alle, die durchaus auch in den Lockdown-Phasen jetzt eben wieder mit Kreativität einige Lebenszeichen hier auf den verschiedenen Kanälen
von sich gegeben haben und uns auch teilhaben lassen. Zu den ersten Öffnungsschritten, hier kommen wir im Bereich der Bibliotheken voran. Ich glaube, das ist noch nicht erwähnt worden. Bibliotheken und Buchhandlungen gehen auf. Das war ja in letzter Zeit bekanntermaßen eine Debatte. Und damit haben wir natürlich wieder auch das Buch, den Lesestoff in einer Zeit, wo das vielleicht besonders wichtig ist für Geist, Herz und Hirn, besser zur Verfügung. Ganz deutlich noch, ähnlich der Regelungen in den Kaufhäusern, gehen jedenfalls die Museen wieder auf, mit Montag schon als Orte der Bildung, der Inspiration und auch der Reflexion. Genauso die Galerien. Schwieriger ist die Situation bei den Veranstaltungen, das ist objektiv so, wo das aktuelle Infektionsgeschehen noch keine raschen Öffnungen zulässt. Und wir wissen natürlich, dass das hart ist für die Theater, für die Orchester, für die Bands, für die Musikvereine, Schauspielerinnen, Kabarettisten, Autoren und alle Kulturschaffenden, die ja darauf drängen, auf die Bühne zu kommen. Aber es geht heute im Moment noch nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben. Und ich danke auch für das Verständnis, das wir aus der Kulturbranche bekommen. Staatssekretärin Mayer und ich haben viele Rückmeldungen erhalten. Und ja, es gibt natürlich Ungeduld, manchmal auch Ärger, verständlicherweise, aber im Großen und Ganzen überwiegt die Einsicht, dass wir unbedingt die totale Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden müssen und von überall her hier ein Beitrag kommen soll. Und ich bin ja für dieses Verständnis letztlich auch natürlich sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig brauchen wir dort eine Planungsperspektive, uns ist das völlig bewusst. Also was können wir jetzt schon sagen? Wir haben in 10 bis 14 Tagen oder ziemlich genau in 2 Wochen entlang der Beobachtung des Infektionsgeschehens die ganz klare Absicht, hier Näheres bekannt zu geben. Aber umgekehrt, so tragisch es ist oder klingen mag, bis 7. Jänner gibt es hier keine Perspektive. Danach werden wir schauen und das in 2 Wochen bekannt geben, wie das weitergehen kann. Ich erkenne an, dass hier sehr viele vorbildliche Konzepte schon am Laufen sind und am Arbeiten und deshalb auch Dank dafür. Beim Sport am 24.12. wird es möglich sein, alle Outdoor-Sportarten wieder zu nutzen, bloß nicht für Kontakt- oder Mannschaftssport, aber draußen sich bewegen, haben wir ja in letzter Zeit immer wieder betont, ist richtig, ist gut, ist gesund, hält uns auch gesund. Und das betrifft jetzt auch das viel diskutierte Skifahren, aber auch das Langlaufen und Eislaufen und was man halt im Wintersport sich vorstellen kann. Überall auch, wo man Sportstätten braucht, ist es auch so und mit Abstandsregeln. Und was die Lift und Gondeln, die Liftanlagen und Gondeln betrifft, das wird ja auch von besonderem Interesse sein. Ja, da gibt es beim Ein- und Aussteigen den Mund-Nasen-Schutz, nämlich als Pflicht, auch die Abstandsregeln und in den Gondeln die entsprechenden Kapazitätsbeschränkungen, die wir heute anschließend noch genauer hören werden. Indoor-Sportstätten müssen leider geschlossen bleiben. Ein letztes zu den Wirtschaftshilfen. Es wurde schon angedeutet, es geht uns hier vor allem aber auch um die Absicherung der Arbeitsplätze. Wenn man sich die Anträge anschaut, beim Umsatzersatz kommen wir drauf. Es sind dann doch in erster Linie und vor allem Klein- und Mittelbetriebe, Familienbetriebe. Und jetzt bleibt die Regelung mit seinen Vorteilen einmal gleich, mit ihren Vorteilen, nämlich, dass man da rasch über Finanz online Geld überwiesen bekommt. Es sind die 50%, vielleicht ergänzend, das Bezugszeitraum ändert sich nicht ganz unlogisch auf Dezember, weil dieses Umsatzverhalten im November und Dezember völlig unterschiedlich ist. Also Näheres werden wir vom Finanzminister hören, 50% im Vergleichszeitraum Umsatzersatz und ab dann, da ist es am 31.12. tatsächlich vorbei, ab dann gilt der Fixkostenzuschuss. Ja, damit möchte ich noch allen danken, die jetzt kräftig anpacken und gemeinsam miteinander da noch und mit uns eigentlich auch versuchen, durch diese nicht leichte Zeit zu kommen. Aber wir sind schon auch wieder soweit optimistisch, wenn es wohl nicht leicht ist, aber dass wir das gemeinsam schaffen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Ich darf den Gesundheitsminister bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Monat Dezember hat begonnen. Und damit geht ein unfassbar schwieriges Jahr langsam zu Ende.
Ein Jahr, das in Österreich, aber weltweit geprägt war von der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, für viele einzelne Personen, für uns als Gesellschaft geprägt war von Verzicht, von Sorgen, von Ängsten, von einer schwierigen Situation insgesamt, von Erkrankungen von vielen Menschen. Und insgesamt sind wir, wenn wir so zurücksehen, durch die erste Welle, durch den ersten Teil als Österreich sehr gut vergleichsweise durchgekommen. Und bei der zweiten Welle mussten wir erkennen, dass diese Welle noch viel mehr Wucht, noch viel mehr Kraft, noch viel mehr Dynamik hatte und hat bis zum heutigen Tag. Und es ist bei uns in diesen Wochen ab dem 22. Oktober eine wirklich dramatische Situation entstanden. Ich möchte es Ihnen mit drei Zahlen kurz in Erinnerung rufen, weil wir gehen von einem Tag zum anderen. Man vergisst das auch sehr, sehr schnell. Wir waren am 1. September, also vor kurzem in Wirklichkeit, bei einer Tagesneuinfektion von 204 Fällen. Wir waren am 1. Oktober bei 873. Und dann hat es diese bereits genannte Explosion der Zahlen gegeben, so rund um den 22. Oktober. Und wir waren dann bereits am 1. November bei 4.956 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Wir haben reagiert, wenige Tage später, am 3.11. ist dieser Teil-Lockdown gestartet worden, rechtskräftig geworden und wir haben dann verschärft mit dem harten Lockdown am 17.11. Und jetzt, kurz vor Ende dieses harten Lockdowns, können wir, glaube ich, bewerten, was funktioniert hat und wo wir noch in Schwierigkeiten uns befinden. Und was wir als Erfolg sehen können, ist, dass es wirklich gelungen ist, eine Stabilisierung und daraufhin eine Absenkung der Neuinfektionsfälle und der gesamten aktuellen Fälle zu verwirklichen. Sie sehen hier, um ein bisschen den Vergleich auch zu haben, zum Frühling, dieser kleine, vergleichsweise jetzt kleine Hügel, den Sie da sehen, diese Erhebung, das war die erste Welle. Und diese Zahlen mit dem steilen Anstieg, ebenso rund um diesen Zeitpunkt, 20. 22. Oktober, das war schon eine dramatische Entwicklung. Die Stabilisierung ist dann durch den harten Lockdown und auch teilweise durch den Teil-Lockdown gelungen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann gelungen, nach dieser Stabilisierung, dass es jetzt jeden Tag deutlich nach unten geht, was die Neuinfektionszahlen betrifft. Zwar mit einem etwas geringeren Tempo. Ja, mir geht es jeden Tag zu langsam, muss ich sagen, nach unten. Aber der Trend stimmt und der Trend ist ein sehr klarer, ausgeprägter und konsequenter. Wir haben heute die Situation, dass wir heute bei 3.972 Neuinfektionen stehen. In den letzten 24 Stunden diesen 3.972 Neuinfektionen stehen 6.160 neue Genesene gegenüber. Das heißt, die Gesamtzahl der aktiven Erkrankungsfälle und Infektionsfälle sinkt jetzt wieder Schritt für Schritt, auch heute wieder um einen großen Schritt. Diese schwierige Situation ist aber, dass wir immer einen Verzögerungseffekt haben. Sie kennen das mittlerweile. Ich habe zunächst einmal die Maßnahme, dann mit 10, 14 Tagen Verspätung die statistische Reaktion sozusagen bei den Neuinfektionszahlen, dann wieder mit einiger Verspätung von einer Woche circa die Entwicklung, die sich dann in den Intensivstationen auswirkt. Und etwas später wiederum die Situation, wie sich Todesfälle verändern und entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht derzeit wirklich die Hauptproblematik, dass wir sehr viele Todesfälle haben im Augenblick. Das waren in den letzten 24 Stunden 121. Und diese Zahl, das ist eben nicht eine Zahl. Das sind 121 Menschen, Leben, Hoffnungen, Schicksale. Und das muss das erklärte Ziel sein, dass wir als nächsten Schritt diese Zahl, diese Entwicklung deutlich verringern. Wie sieht es heute in den Intensivstationen aus? Hat damit viel zu tun natürlich. Wir haben seit einer Woche eine leichte Reduktion in den Intensivstationen zu sehen und ein Minus von 5%, was die Schwererkrankten in den österreichischen Intensivstationen betrifft.
da wiederum die Entwicklung seit dem September. Da können Sie eigentlich die Neuinfektionszahlen fast parallel wiedererkennen, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe. Auch da waren wir am 2. September bei 30 belegten Intensivbetten und jetzt sind wir dramatisch gestiegen bis eben rund um den 19., 18., 11. dann diese Stabilisierung und jetzt erstmals leichte Rückgänge. Das heißt, das, was unser Hauptziel war, nämlich eine Notbremse zu ziehen, um diese intensivmedizinischen Kapazitäten zu schützen, um diese drohende, dramatische Überlastung unseres Spitalsystems zumindest so weit zu vermeiden, dass es zu keiner Katastrophe und zu keinen Triagen kommt, das ist gelungen. Das ist gelungen, aber da ist noch viel zu tun. Wir müssen diesen Trend weiter stabilisieren und deutlich fortsetzen. Man kann auch sehr schön, finde ich, anhand dieser Wochengrafiken sehen, wie es jetzt mit den Tageszahlen bergab geht. Sie sehen da immer die erste Novemberwoche, dann die folgenden Wochen und das sind jetzt die letzten Tage. Heute eben diese 3.972. Vor einer Woche am Mittwoch hatten wir 5.802, vor zwei Wochen waren wir bei 7.091 und vor drei Wochen bei 7.514. Das heißt, es geht schrittweise nach unten, der Trend stimmt, aber es ist ein langsamer, zäher Prozess, den wir da haben. Und eine wichtige Information, wenn sich eine Entwicklung zeitverzögert am Beginn in der Realität, in den Tageszahlen, in den Infektionszahlen niederschlägt, dann profitieren wir natürlich am Ende auch davon, indem sich die Wirkung des Lockdowns weiter in die Folgetage, in 10 bis 14 Tagen weiter auswirkt, weiter positiv bemerkbar macht, weiter niederschlägt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt, diese drei Ziele, die wir am Beginn des Lockdowns formuliert haben, nämlich einerseits die intensivstationäre Situation in den Griff zu kriegen, diese drohenden Triagen zu vermeiden, das ist gelungen, bisher zumindest. Ich hoffe, es bleibt so. Wir müssen da aber konsequent weiterarbeiten. Zweitens, ich habe Ihnen damals, als wir den Lockdown gestartet haben, starten mussten, den Reproduktionsfaktor als zweite Kenngröße genannt. Wir waren damals bei einem Reproduktionsfaktor von 1,44, jetzt sind wir bei 0,87. Das heißt, auch da sollten wir damit gesichert haben, dass es eine nachhaltigere Absenkung gibt, weil wenn eine Person weniger Personen als eine ansteckt, ist das die Grundvoraussetzung für einen abnehmenden Trend. Und ich kann Ihnen sagen, bei den Tageszahlen haben wir eine neue Prognose vorliegen, die bis zum 9. Dezember reicht. Und da wird uns von den Fachexperten, von den Modellierern prognostiziert, dass wir bis zum 9.12. eine Reduktion auf rund 2000 Neuinfektionen am Tag haben werden. Also, Erfolg des Lockdowns, Notbremse hat gewirkt, die Überlastung, die Triagen konnten verhindert werden. Und wir haben es umgekehrt auch rückblickend gerechnet. Hätten wir diese zwei großen starken Maßnahmen nicht verwirklicht, dann ist davon auszugehen, dass wir nicht nur an einem Tag, sondern an vielen Tagen eine völlige Überlastung und Überforderung unserer intensivmedizinischen Kapazitäten gehabt haben. Aber die Intensivstationen bleiben weiterhin eine große Herausforderung. Warum? Wir haben zwar in den Prognosen jetzt sinkende Zahlen bis Mitte Dezember, soweit erreichen die Kapazitätsprognosen sinkende Zahlen bis Mitte Dezember auf rund 444, was die Belagszahl betrifft, aber es gibt zwei große Problembereiche zusätzlich noch, nämlich einerseits die Tatsache, dass viele, viele Operationen, die verschiebbar waren, medizinisch verantwortungsvoll verschiebbar waren, jetzt schnell auch wieder nachgeholt werden müssen, aufgeholt werden müssen. Und der dritte Punkt ist, es wartet und es kommt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Mitte Dezember, Ende Dezember, wir können es nie präzis prognostizieren, die Grippewelle. Und auch die wird dafür sorgen, leider, dass diese Kapazitäten noch einmal zusätzlich belastet werden. Das heißt, ich habe es absolut begrüßt, dass wir vorgestern ein Appellschreiben der Leitungen der österreichischen Spitäler erhalten haben, mit der dringenden Forderung, jetzt sehr, sehr bewusst weiter auf diese Spitalsressourcen als unsere erste Priorität zu schauen. Und das war für uns das Primat in diesem Planungsprozess, sehr, sehr vorsichtig zu handeln, in kleinen Schritten zu handeln, kontrolliert zu handeln,
damit wir hier nichts riskieren. Das ist das Entscheidende in diesem Programm. Und wir haben jetzt nur mehr wenige Monate, bis schrittweise die Impfungen wirksam werden. Und in diesen wenigen Monaten müssen wir jetzt durchhalten. Wir dürfen nichts riskieren. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen schauen, dass wir dieses Kapital, das wir uns jetzt erarbeitet haben in den letzten Tagen und Wochen durch diesen Lockdown, dass wir das in einer schwierigen Phase, Feiertage sind immer eine schwierige Phase, dass wir das auch weiter fortsetzen, damit uns keine ähnliche Situation wie Ende Oktober wieder passiert. Das heißt Mund-Nasen-Schutz, das heißt Mindestabstand, das heißt Hygiene. Und das heißt, große Menschenansammlungen möglichst vermeiden und damit weniger Kontakte zu realisieren, als wir das in anderen Jahren gewohnt waren. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Ich bitte den Herrn Innenminister. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle sehnen uns danach, dass die Lockerungen jetzt eintreten. Der Bundeskanzler hat aber immer darauf hingewiesen, dass sie nur schrittweise und vorsichtig vorgenommen werden dürfen. Das bedeutet für die einen, dass wir Erleichterungen haben, aber auch für die anderen, dass es Beschränkungen gibt. Vor allem für die, die die Weihnachtsfeiertage, Silvester oder das orthodoxe Weihnachten im Ausland verbringen wollen. Wir werden vor den Weihnachtsfeiertagen mit einem sehr strengen Einreiseregime beginnen. Das bedeutet, dass man mindestens 10 Tage in Quarantäne muss und erst sich nach dem 5. Tag Quarantäne, wenn man nach Österreich einreist, erst freitesten kann. Warum ist es notwendig? Sie haben es in den Ausführungen gehört und der Gesundheitsminister hat in dramatischer Art und Weise ja den Infektionszahlenverlauf geschildert und wir alle wurden Zeugen, dass die Rückreisebewegung aus den Sommermonaten zu einem stetig wachsenden Infektionsgeschehen geführt hat. Genau das gilt es jetzt zu unterbinden. Mindestens 30% der Infektionen waren durch Rückkehrer aus dem Ausland und über 72% der Infektionen waren von Rückkehrern, besonders aus dem Westbalkanstaaten. Warum ist das so? Österreich ist ein vielfältiges Land und wir haben viele Familien mit Wurzeln in den Westbalkanstaaten, in der Türkei, aber auch in unseren anderen Nachbarstaaten. Und ja, jeder von uns ist auch Familienmensch und weiß, wie wichtig das ist, gemeinsam gute Zeit zu verbringen. Aber es ist eben jetzt notwendig, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, die Lockerungen weiter fortführen zu können, dass wir hier strenge Maßnahmen setzen, wenn es um den Bereich Auslandsreisen über die Weihnachtsfeiertage, Silvester oder orthodoxe Weihnachten geht. Das wird nicht für die Betroffenen immer einfach sein, aber es ist notwendig. Und es kann auf der anderen Seite auch nicht so sein, dass wenn Nachbarländer andere Maßnahmen beschließen, nach wie vor die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen, die in Österreich leben, sich an die Beschränkungen halten müssen und dann der Ausweg besteht aber in einem unserer Nachbarländer, Silvesterpartys zu feiern oder sonst wie Unterhaltung zu suchen, die in Österreich noch gar nicht möglich ist. Ziel ist all dieser Maßnahmen nicht ein sinnloses Quälen der Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, sondern darauf zu achten, dass wir tatsächlich das gemeinsame Ziel erreichen, zu einer Normalität zurückzukehren, nach der wir uns alle so sehnen. Und da geht es uns alle, die hier stehen, genau gleich. Darüber hinaus ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nach wie vor auch, wenn wir jetzt den strengen Lockdown verändern, dass es nach wie vor Ausgangsbeschränkungen gibt. Nämlich dann von 20 Uhr bis 6 Uhr früh, das kennen Sie schon. Aber auch da wird es wieder notwendig sein, dass wir uns daran halten, weil auch diese Maßnahmen haben den Sinn, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Und ja, es wird auch notwendig sein, und ich habe das schon immer wieder gesagt, aber es geht uns auch da allen gleich, die hier stehen und jeder, der einfach gerne Menschen trifft, dass uns das belastet, ich habe es einmal auch, es zipft uns auch richtig an genannt, dass wir einfach unsere sozialen Kontakte auch weiterhin einschränken. Es wird zwar mehr möglich sein, das heißt, es gilt die Empfehlung, dass man dann vor 20 Uhr auch eine Familie treffen kann, also 6 Personen in Summe, inklusive dann also 6 Erwachsene, 6 Kinder zusammenkommen können. Aber das Ziel ist es, auch wenn das noch so mühsam ist, und wir verstehen das, soziale Kontakte weiter einzuschränken. Darüber hinaus wird es wieder die Möglichkeit geben, einkaufen zu gehen.
Und auch hier meine Bitte an die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, es wird genug Tage Möglichkeit geben, einkaufen zu können. Nicht alles am ersten Tag der Möglichkeit versuchen zu nutzen. Es wird sich genug Möglichkeiten, Chancen durch ganz Österreich verteilt ergeben, seinen Einkaufsbedürfnissen nachzukommen. Warum sage ich das? Weil wir Bilder vermeiden wollen, die wir alle kennen. Wenn es wo zu Aktionen kommt, Menschenansammlungen, die dann auch dazu wieder beitragen können, dass das Infektionsgeschehen sich dramatisch entwickelt. Auch da wird die Polizei vor Ort sein. Auch da wird die Polizei eingreifen, wenn es notwendig ist, weil es jetzt das gemeinsame Interesse von uns allen sein muss, dass wir diese Stück-für-Stück-Lockerung, die wir uns vorgenommen haben, tatsächlich auch zu einem erfolgreichen Ende bringen können und dann wieder zur Normalität zurückzukehren. Das heißt, mein Appell an Sie alle ist, Abstand halten, Handhygiene, Mund-Nasen-Schutz, dort wo vorgeschrieben, und vor allem das, was uns so schwer fällt, soziale Kontakte weiter zu reduzieren. Für alle, die daran denken, über die Weihnachtsfeiertage ins Ausland zu fahren, zu wissen, dass es große Beschränkungen geben wird, dass es große Mühsal sein wird, wieder nach Österreich einzureisen, weil die Quarantänemaßnahmen natürlich Folgeauswirkungen noch haben, auch von Seiten des Arbeitgebers. Also auch diese Schritte muss man sich dann tatsächlich gut überlegen. Immer mit dem Hinweis, dass wenn wir uns gemeinsam daran halten, dass wenn wir diese Maßnahmen gemeinsam mittragen, eine Chance haben, die Infektionszahlen zu drücken und zur Normalität zurückzukehren. Vielen Dank, Herr Innenminister. Wir kommen nun zu den Fragen. Erste Frage, ORF, Herr Stacher, bitte. Ja, Herr Bundeskanzler, der Lockdown-Light war jetzt nicht so erfolgreich, der hat die Zahlen nicht so heruntergebracht. Es wird jetzt mehr aufgesperrt, als zuvor gemutmaßt wurde. Worauf begründen Sie, dass da die Zahlen nicht schneller dann wieder hochgehen? Und vielleicht noch eine Frage, Skifahren wird dann wohl eher nur als Tagesausflug möglich sein? Also ich muss Ihnen widersprechen, es wird nicht mehr aufgesperrt als geplant, sondern es wird genau das aufgesperrt, was wir uns auch vorgenommen haben. Wir haben immer gesagt, dass mit dem 7. die Schulen, in dem Fall eben die Pflichtschulen, aber natürlich auch der Handel wieder hochfahren soll. Und ja, Sie haben recht, es sind auch die Museen und die Bibliotheken dabei, was aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar und begründbar ist. Es gibt strenge Regelungen überall dort. Wenn Sie zum Beispiel auf die persönlichen Dienstleister anspielen, wollen wir hier auf Testungen selbstverständlich setzen. Wir wollen auf strenge Vorschriften setzen, wie das Tragen von Masken, aber auch das Verbot, Speisen und Getränke zum Beispiel dort zu verabreichen. In Summe, und da möchte ich Ihnen vollkommen recht geben, wird die nächste Phase ein Balanceakt. Wir sind mit den Zahlen deutlich heruntergekommen. Wir kommen ungefähr auf ein Niveau, das zu erwarten war mit diesem harten Lockdown, allerdings einem zeitlich sehr beschränkten harten Lockdown von nicht einmal 3 Wochen. Und das bedeutet, dass wir Öffnungsschritte setzen können, wenn wir darüber hinaus extrem diszipliniert bleiben. Und wir wissen ja sehr genau, wo die Masse der Ansteckungen stattfindet. Das spielt sich vor allem im privaten Bereich ab. Und daher kann ich nur noch einmal den eindringlichen Appell, die eindringliche Bitte aussprechen. All diese Öffnungsschritte sind nur dann möglich, wenn wir im privaten Bereich konsequent bleiben. Ja, es ist erlaubt, ab dem 7. wieder einen anderen Haushalt zu treffen. Wenn ich alleine lebe und ein anderer lebt auch alleine, dann können sich diese 2 Personen treffen. Wenn eine Familie eine andere Familie treffen möchte, dann ist das möglich. Betonung auf möglich. Je weniger wir das machen, je seltener wir das machen, desto besser werden wir durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Tagesausflüge selbstverständlich. Ich glaube, dass es absolut berechtigt ist, was wir hier vorgenommen haben, nämlich eine Unterscheidung zwischen Dingen, die zwar eng miteinander verwoben sind, aber doch nicht ident sind, nämlich das Skifahren, der Tourismus und die Gastronomie. Das Skifahren ist ein Sport, der im Freien stattfindet, eine Einzelsportart, und insofern ist das epidemiologisch anders zu bewerten als die Gastronomie, wo wir wissen, dass es leider Gottes
da immer wieder auch zu Ansteckungen kommen kann und beim Tourismus dann auch zu einem starken Austausch innerhalb verschiedener Regionen Österreichs. Das ist der Grund, warum wir hier eine Differenzierung vornehmen bzw. vornehmen müssen. Aber ja, als jemand, der in Wien und Niederösterreich wohnt, bin ich jemand, der davon nicht profitieren wird. Aber ich finde es schön, wenn die Menschen, die im Westen wohnen und die ein Skigebiet in der Nähe haben, auch die Möglichkeit haben, Skifahren zu gehen. In einer Großstadt wie Wien hat man dafür andere Vorteile. Nicht jeder wird davon gleichermaßen profitieren können, aber für einen weiten Teil unserer Bevölkerung ist es möglich, dann zumindest tageweise Skifahren zu gehen. In der Weihnachtszeit ja auch etwas Schönes. Nächste Frage, Frau Mladenova aus der Presseagentur und dann Herr Jungwirth. Frage, die wahrscheinlich auch später aufkommen wird bei der zweiten Pressekonferenz. Wissen Sie ungefähr, Hotellerie und Gastronomie, diese Wirtschaftshilfen, was das alles kosten wird? Das wird im Detail der Finanzminister noch beantworten. Also ich kann Ihre Frage, also ich weiß es natürlich schon, ja, weil wir das ausführlich besprochen haben, aber ich würde da auf den Finanzminister verweisen, der das ohnehin im Detail auch ausführen wird. Herr Jungwirth, Kleine Zeitung und dann Herr Patruel, Puls 4. Fragen. Weihnachten maximal 10 Personen. Mit oder ohne Kinder? Kinder? Inklusive Kinder. Zweite Frage, ab 7. ist eine Öffnung, 7.1. ist eine Öffnung bei der Gastronomie, bei Hotels, bei der Kultur möglich, wenn das Infektionsgeschehen das ermöglicht. Wann fällt da die Entscheidung? Ist es am 2.3. relativ kurzfristig, beziehungsweise im Umkehrschluss, also ist es durchaus auch möglich, dass die Gastronomie bis Mitte Jänner zubleibt und auch die Hotels, wenn das Infektionsgeschehen nicht so ist, vielleicht im Kontext der Rückkehrer. Und dritte Frage, Skifahren, nichtsdestotrotz ein Detail, was heißt es für Skihütten? Ist da nicht ein Takeaway-Service möglich, also so eine Art Drive-In-Germknödel bei den Skihütten? Also besteht da die Möglichkeit, dass die Skihütten auch was anbieten? Also zunächst einmal für die Gastronomie gilt überall dasselbe, egal ob die jetzt im Westen oder im Osten sind, nämlich dass es natürlich Abholung möglich ist. Beim Skifahren wird es darüber hinaus aber spezielle Sicherheitskonzepte geben. Der Vizekanzler hat das ja schon erwähnt. Das beginnt zum Beispiel damit, dass man in der Gondel Maske tragen muss, dass hier eine gewisse Ausdünnung vorgenommen werden wird bei den Liftanlagen, aber auch, dass zum Beispiel schon beim Anstehen Maske getragen werden muss. Insofern wird es hier ein eigenes Sicherheitskonzept geben, das im Sommer erarbeitet wurde und das jetzt auch noch einmal verschärft wurde. Was die Wiederöffnung betrifft, haben wir uns klar für dieses Datum entschieden. Es war in den letzten Wochen schwierig, die Entwicklung der Ansteckungszahlen vorherzusagen. Es ist jetzt in den letzten Tagen etwas besser geworden, hier Prognosen abzugeben. Also ich habe schon gesagt, ich glaube eine 7-Tage-Inzidenz von 250 oder vielleicht sogar etwas weniger am Ende dieser Woche ist durchaus etwas Realistisches. Wir rechnen damit, wenn die Bevölkerung bei den Massentests auch ordentlich mitmacht, dass wir noch einmal weiter hinunterkommen können bis vor Weihnachten. Und insofern ist dieser Öffnungsplan ein absolut realistischer. Was ich dazu sage, ist, es kommt natürlich auch stark auf das Wie der Öffnung an. Also das 7.1. Gastronomie, Kultur, Tourismus heißt natürlich, dass es da natürlich auch Sicherheitskonzepte und Einschränkungen geben wird. Es wird nicht alles möglich sein, wie in einer Zeit, als gäbe es keine Pandemie, aber mit gewissen Regeln, mit gewissen Einschränkungen werden wir den Betrieb da wieder aufnehmen können. Puls 4 und dann der Herr Neumeier. Eine Detailfrage schon zu den Reisebeschränkungen. Vielleicht kannst du Herr Innenminister beantworten oder wer auch sonst will. Wird es da Ausnahmen geben, sprich für Pendler, für Geschäftsreisende? Wen wird das alles wie ganz genau betreffen? Und eine zweite Frage speziell an Sie, Herr Bundeskanzler. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gemeint, beziehungsweise wenn ich es richtig verstanden habe, dass sehr viele Ursachen dieser zweiten Welle jetzt Reiserückkehrer waren vom Herbst. Auf welchen Daten, auf welchen Fakten basiert diese Aussage? Das Contact Tracing ist die letzten 3 bis 4 Wochen ziemlich zusammengebrochen. Bei 70-80% der Fälle konnte man gar nicht mehr sagen, wo sie herkommen. Also warum sehen Sie diesen Zusammenhang? Also vielleicht zunächst zu Ihrer ersten Frage. Selbstverständlich gibt es hier Ausnahmeregeln für Geschäftsreisende und auch für Berufspendler, das ist ganz klar. Worum uns geht, ist das, was der Innenminister erläutert hat. Die Silvesterparty in Prag, die
Besuche in den Herkunftsländern der Familien am Balkan oder in unseren Nachbarstaaten mit teilweise extrem hohen Ansteckungsniveau und unserer Befürchtung nach einem steigenden Ansteckungsniveau noch bis zu Weihnachten und Neujahr. Und wie lässt sich das belegen, dass Reiserückkehrer ein massives Thema waren? Das lässt sich ganz einfach belegen. Der Innenminister hat schon ausgeführt, der Gesundheitsminister hat es meiner Erinnerung nach im September auch immer wieder ausgeführt. Wir waren auf einem ganz niedrigen Niveau der Infizierten zu Beginn des Sommers, als wir den Lockdown gelockert haben. Wir hatten auch, was den Tourismus in Österreich betrifft, eigentlich ganz wenige Cluster. Sie erinnern sich, und die sind eigentlich sehr schnell wieder eingefangen worden. Und wir hatten mit Ende August, Anfang September dann eine stetige Steigerung. Und die ist natürlich in einem wesentlichen Anteil, der Innenminister hat vorher von einem Drittel gesprochen, da gibt es unterschiedliche Studien, aber ich glaube, diese Größenordnung, die kommt zumindest hin, auf das Wiedereinschleppen zurückzuführen. Das ist ja auch gar kein Vorwurf, sondern das ist eben eine Realität in Österreich. Wir sind keine Insel, wir haben sehr viele Nachbarländer, wir sind ein sehr internationales Land, wir sind ein sehr vielfältiges Land, wir sind ein exportorientiertes Land. All das trägt dazu bei, dass es bei uns einfach sehr viel Austausch und sehr viel Reisetätigkeit gibt, und das ist in Zeiten einer Pandemie eine Herausforderung. Und wenn jetzt Ihre These ist, dass im November das Contact Tracing nicht mehr möglich war, dann haben Sie vollkommen recht, aber es war ja irgendwas vor November. Also die infizierten Zahlen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir sind mit September in ein exponentielles Wachstum hineingekommen. Das ist zunächst langsam gewesen, mit einer Verdoppelung innerhalb von mehreren Wochen, und es hat sich dann immer mehr beschleunigt bis hin zu einer Verdoppelung einmal die Woche. Aber entscheidend ist immer, auf welchem Niveau steht man, und je höher das ist, desto größer die Gefahr, auch in ein schnelleres exponentielles Wachstum hineinzukommen. Und daher, verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin, aber unser Ziel muss nicht nur sein, dass wir bis Weihnachten möglichst weit nach unten kommen, damit nicht unter jedem Christbaum ein Infizierter sitzt, der dann alle anderen ansteckt, sondern unser Ziel muss auch sein, dass wir nicht nach Weihnachten sofort wieder durch Reiserückkehrer eine andere Gefahr haben, dass es sofort in ein schnelles exponentielles Wachstum überspringt. Und die Rechnung ist ganz einfach. Wenn am 7. Jänner die Schulen wieder aufgehen, wenn viele Menschen wieder in die Arbeit zurückkehren, dann ist einfach die große Frage, wie viele Infizierte gibt es in jedem Betrieb, in jeder Schule? Und je nachdem, wie viele das sind, können Sie sich ausrechnen, wie die Situation einige Wochen später aussieht. Danke. Nächste Frage, Herr Neumeier von ARD, und dann Servus TV. Herr Bundeskanzler, sind in die Überlegungen, am 24.12. die Skilifte zu öffnen, auch die Forderungen aus Italien und Deutschland mit eingeflossen? Letzte Woche hieß es ja noch in Österreich, wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wann wir öffnen. De facto ist es jetzt aber so, dass niemand aus Deutschland zum Skifahren kommen wird. Sind die da eingeflossen? Haben Sie da sozusagen auch Rücksicht genommen auf Söder und Merkel? Nein, wir haben das gemacht, was ich immer angekündigt habe, nämlich Rücksicht genommen auf unser Infektionsgeschehen. Ich glaube, es ist ja logisch, wenn man sich die europäische Landkarte anschaut, dass die Länder je nach Infektionsgeschehen ihre Entscheidungen treffen. Ich kann noch immer nicht nachvollziehen, warum eine mediale Debatte gerade übers Skifahren begonnen hat, weil wir diskutieren ja auch nicht drüber, wo Fußball gespielt wird, wo die Lokale offen sind oder nicht. Wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie einen Überblick haben, wo überall zum Beispiel Kulturveranstaltungen in Europa gerade möglich sind, wo überall gerade Theaterbesuche möglich sind, wo überall gerade Lokale offen sind, wo die Sperrstunde gelegen ist, dann werden Sie das gar nicht beantworten können. Warum ist das so unterschiedlich? Weil nicht alle Länder zur gleichen Situation in der gleichen Welle gerade sind. Ich kann mich erinnern, bei einer Pressekonferenz vor ein paar Wochen bin ich da am selben Platz gestanden und bin gefragt worden, was ich dazu sage, dass wir gerade den absoluten Spitzenwert in Europa haben. Und ich habe geantwortet, das ist schlecht, aber gleichzeitig kann ich Ihnen garantieren, in 2 Wochen wird es anders ausschauen. Und es schaut jetzt schon deutlich anders aus, denn es gibt jetzt mittlerweile mehrere Länder in Europa, auch einige unserer Nachbarländer, die uns mittlerweile bei den Ansteckungszahlen deutlich überholt haben. Und während wir gerade
in einem gewissen Tempo nach unten gehen, steigen diese Länder gerade an. Und ich glaube, insofern werden die andere Maßnahmen auch teilweise nicht zeitgleich mit uns setzen müssen. Das betrifft Sport, das betrifft Kultur, das betrifft Hotellerie, Gastronomie und ja, wenn man so will, auch das Skifahren. Und insofern bleiben wir bei dem, was wir immer gesagt haben. Wir entscheiden je nach unserem Infektionsgeschehen. Unsere Erwartungshaltung ist, dass wir das Infektionsgeschehen bis Weihnachten sehr, sehr stark drücken können. Das ist die Notwendigkeit, die wir auch haben, damit Weihnachten würdevoll gefeiert werden kann, aber auch andere Öffnungsschritte wie Sport im Freien, Klammer Skifahren, möglich wird. Und den Tourismus und die Gastronomie, die schränken wir ein, so wie wir das auch geplant hatten, schlicht und ergreifend, weil wir wissen, dass das natürlich noch einmal eine Herausforderung ist für Infektionsgeschehen. Das hat mit den Deutschen genauso wenig zu tun wie mit anderen unserer Nachbarländern. Und je nach Infektionsgeschehen werden die Länder für sich Entscheidungen treffen müssen. Ich mache noch zwei Fragen hier drinnen, bevor wir in den Steinsaal rausgehen. Servus TV. Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Ausnahmen für Reiserückkehrer, beziehungsweise wird es Ausnahmen für Auslandsösterreicher geben, die zu Weihnachten nach Hause fahren wollen. Und zum Handel, jetzt ist der 8. Dezember einer der stärksten Einkaufstage des Jahres. Warum schon die Öffnung des Handels am 7. und nicht erst am 9. Dezember? Und an den Herrn Innenminister, der Herr Vizekanzler hat in einem Zeitungsinterview von Polizeikontrollen in Einkaufszentren gesprochen. Wird es die geben und wenn ja, wie werden die aussehen? Ich kann einmal beginnen, wenn Sie wollen. Bin eh schon so im Redefluss drinnen. Also zunächst einmal zu Ihrer ersten Frage, Auslandsösterreicher. Es wird bei diesen Regelungen ja nicht auf die Staatsbürgerschaft abgestellt. Das heißt, es gilt für alle das Gleiche, egal ob Sie jetzt österreichischer Staatsbürger sind und in Österreich leben oder in Österreich leben und nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder im Ausland leben. Es ist keine Frage der Staatsbürgerschaft, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, und ich halte das für sehr logisch, wenn wir das Reisen innerhalb Österreichs durch ein Geschlossenhalten des Tourismus reduzieren wollen, aus epidemiologischen Gründen und wirtschaftlich ist das extrem schmerzhaft. Wenn wir das tun wollen, dann macht es ja nur Sinn, selbiges gleichzeitig auch mit dem Ausland zu handhaben, insbesondere wenn wir wissen, dass in einigen Ländern, insbesondere Ländern, mit denen wir sehr viel Austausch haben, das Infektionsgeschehen höher ist als bei uns oder zu Weihnachten aller Voraussicht nach viel höher sein wird als bei uns. Das als Antwort auf Ihre erste Frage. Zu trennen ist nicht nach Staatsbürgerschaft, sondern in der Kategorie geschäftlich, dienstlich, beruflich, Pendler. Und die zweite Kategorie Freizeit, Vergnügen, Familie, all das. Und es ist auch nicht so, dass es nicht möglich ist. Es ist nur mit sehr strengen Quarantäneregeln verbunden. Kontrollen in den Einkaufszentren, glaube ich, kann der Innenminister beantworten. Den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit angewiesen, mit den Landespolizeidirektoren ein Konzept zu erarbeiten, dass wir besonders an den Öffnungstagen jetzt 7., 8. in dieser ersten Welle der Öffnung besonders starke Polizeipräsenz haben vor den Einkaufszentren, dass wir bei den Einkaufsstraßen starke Polizeipräsenz haben. Die Polizei kann jetzt ja schon Mund-Nasen-Schutz Abstand halten, kontrollieren, die Auflagen, von denen gesprochen worden ist, wie Beschränkungen in der Frage der Quadratmeterfläche erfolgt dann in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. Es müssen sich sowohl die Betreiber der Einkaufszentren als auch generell alle, die die Geschäfte aufsperren, darauf einstellen, dass es eine erhöhte Polizeipräsenz geben wird und dass es auch von den Gesundheitsbehörden verstärkt Kontrollen geben wird. Auch da wieder der Hinweis, nicht um die Menschen zu beschweren. Ich weiß, es ist schon alles beschwerlich genug, aber es geht darum, jetzt eben darauf hinzuwirken, dass wir keine Chaos-Situationen in den Geschäftslokalen erzeugen, dass wir eben Infektionsketten so gut als möglich erst gar nicht zustande kommen lassen und dazu dienen diese Maßnahmen. Abschließend noch zur Frage, wann wird geöffnet? Natürlich ist das immer eine Abwägungsfrage, wo ich zugebe, die kann man auch unterschiedlich beurteilen. Das betrifft die Geschäfte genauso wie die körpernahen Dienstleister. Der Punkt ist nur, wir haben nur noch eine beschränkte Zeit bis Weihnachten. Und jetzt ist es zum einen so, dass jeder Tag der Schließung Unsummen an volkswirtschaftlichen Schaden auslöst und eine Woche Schließungen Kosten in Milliardenhöhe auslöst. Also wenn wir hier von 2 Tagen reden, kann man sagen, es sind nur 2 Tage. Man kann aber auch sagen, es sind für den Steuerzahler Kosten in der Höhe von mehreren 100 Millionen, wenn es hier länger geschlossen bleibt.
Und zum Zweiten, und das ist der epidemiologische Gesichtspunkt, wo man eben abwiegen muss, ist die Frage, führt eine längere Schließung vielleicht auch dann zu einer noch stärkeren Zusammenströmen oder zu einer noch stärkeren Ballung auf die übrig gebliebenen letzten Tage. Wir haben das zum Beispiel, weil vorher die Frage nach den körpernahen Dienstleistern war, wir haben das sehr genau besprochen für die Friseure. Natürlich war es eine Überlegung, eine Woche länger noch zu schließen, kann man gut argumentieren. Die Frage ist nur, was spielt sich dann dort in den letzten verbleibenden 10 Tagen vor Weihnachten ab? Und ist dann dort vielleicht noch mehr los und noch mehr Gedränge, als wenn man eine Woche früher aufsperrt und versucht, auf strenge Sicherheitsstandards Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube, wir werden alle Hände voll zu tun haben, das Geschehen am 8. Dezember in den Einkaufszentren unter Kontrolle zu halten. Meine große Bitte an die Bevölkerung ist, das zu tun, was der Innenminister gesagt hat, nämlich sich bewusst zu sein, dass es auch noch einen Tag danach gibt und dass nicht alle gleichzeitig einkaufen gehen müssen. Ich kann Ihnen aber prognostizieren, wenn wir jetzt noch ein paar Tage länger geschlossen halten würden, dann hätten wir dieselbe Situation, die wir vielleicht am 8. Dezember haben, am kommenden Samstag. Insofern liegt es, glaube ich, nicht an der Frage, wann öffnen wir, sondern es liegt an der Frage, mit wie viel Ruhe, mit wie viel Besonnenheit agiert die Bevölkerung und glaubt man daran, dass es auch noch einen nächsten Tag gibt oder glaubt man daran nicht? Und da ist meine große Bitte, dass wir alle möglichst vernünftig agieren. Frau Schmuck, Hörfunk, und dann die Frau Kittner vom Kurier. Ich möchte gleich anschließen bei den Öffnungsschritten, und zwar bei Gastronomie und Hotels. Da kommt es ja aufs Infektionsgeschehen an. Da würde mich interessieren, gibt es eine konkrete Kennzahl, ab wann dann eine Öffnung wieder möglich sein wird in diesem Bereich? Und die zweite Frage, es gibt ja Länder, die haben zu Weihnachten viel, viel strengere Kontaktregeln, zum Beispiel Belgien. Wenn in Österreich jetzt sehr, sehr viele Leute diese 10-Personen-Regel ausreizen, ist ja davon auszugehen, dass die Zahlen steigen werden. Gibt es da von Ihrer Seite Prognosen, wo wir da Mitte Jänner dann stehen werden mit den Ansteckungszahlen, vielleicht an den Gesundheitsminister und an den Kanzler? Naja, natürlich ist diese Phase der Feiertage, 24. bis 1., eine sehr kritische Phase. Und wir haben halt versucht, eine Regelung zu realisieren, die ein bisschen an die Realitäten einerseits angepasst ist und zweitens aber doch dem Grundgedanken des Reduzierens der Kontakte auch während der Feiertage in einem Rahmen möglichst gerecht wird. Wir haben ja tagtäglich die Situation, dass wir die Zahlenentwicklung evaluieren. Das heißt, wir können auch jederzeit eingreifen in dieser Situation. Wir werden das genau kontrollieren. Und was natürlich eine Absicht ist, und da haben wir heute noch wenig darüber gesprochen, wir haben ja jetzt den Start der Massentestungen oder Flächentestungen. Und unser Ziel ist, wir haben noch kein Datum festgelegt, dass wir nach den Feiertagen eine zweite Runde realisieren, eine zweite Runde von Massentestungen, wo man dann auch erstens diese Situation noch einmal tagesaktueller präzis bewerten kann und den Befund sozusagen am Tisch hat, einen sehr präzisen Befund, wie tatsächlich die Dunkelziffer sich entwickelt hat, etc. Denn bei den Neuinfektionen habe ich ja bekanntlicherweise nur die symptomatischen Personen enthalten, im Wesentlichen in den Grundzügen. Und dann haben wir mit Massentestungen noch einmal die Möglichkeit, auch Neuinfizierte möglicherweise durch die Feiertage aus diesem sichtbar zu machen auf der einen Seite und damit aus dem Infektionszyklus herauszuholen. Nächste Frage, Frau Kittner aus dem Steinsaal. Ich habe noch eine Frage zu den Grenzkontrollen. Wenn jetzt, es gibt ja sehr viele Österreicher, die Verwandte im Ausland haben, also erwachsene Kinder oder andere Verwandte auch nahe, die zu Weihnachten kommen wollen. Wie schaut das aus? Ist es da überhaupt legal, wenn man diese Leute dann, die Verwandten zu Hause aufnimmt? Weil es sind ja die Hotels zu, also wo soll man da die Quarantäne überhaupt verbringen? Und muss dann quasi die Gastfamilie auch in Quarantäne? Die zweite Frage auch zu den Grenzen. Gilt das auch für Tagesausflüge? Also wenn man kurz mal nach Laibach oder ich weiß nicht, also nur einen Tagesausflug ins Ausland macht. Und die dritte und eine Frage zu den Märkten. Welche Überlegung steht denn dahinter, dass die Weihnachtsmärkte geschlossen bleiben müssen, die ja im Freien sind und die Shoppingcenter natürlich schon öffnen? Dann fange ich mal an mit dem Thema Grenzkontrollen. Wie gesagt, das Ziel ist es,
dass wir die Ausreise so stark als möglich beschränken vor den Weihnachtsfeiertagen, damit bei der Einreise dann wieder beim Zurückkommen nicht wieder zu Neuinfektionen im großen Ausmaß kommt. Das ist das Ziel dieser Maßnahme. Wenn jemand jetzt eine Gastfamilie sozusagen von außen hinein einlädt, damit die Kinder wieder die Eltern sehen können, so müssen die Quarantänemaßnahmen natürlich vollzogen werden. Es gibt nur einen gravierenden Unterschied. Es gibt dann eine Erleichterung, wenn diejenigen wieder nachweisen können, dass sie ausreisen, das heißt, dass sie einen Weg nehmen, um das Land wieder zu verlassen, dann ist das schneller möglich als in der vorgeschriebenen Quarantänezeit. Ja, und zu den Einkaufszentren haben wir schon formuliert, es gibt recht strenge Vorgaben, Vorlagen, weil wir natürlich das Risiko reduzieren wollen und vermeiden wollen. Es wird eine Quadratmeterbeschränkung geben, die auch stärker ist und strenger ist, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und uns geht es sehr stark darum, dass da die Geschäftsführungen, die Geschäftsleitungen dieser Grundverantwortung wirklich gerecht werden. Denn, und das ist auch der Hintergrund, wie der Innenminister zuerst formuliert hat, dass es auch eine Präsenz geben wird, das wollen wir sicherstellen. Denn dann, wenn es eine überschaubare Zahl von Kundinnen und Kunden im Einkaufszentrum gibt, dann kann sichergestellt werden, dass Mindestabstand eingehalten werden kann, etc. Und darum geht es, Spielregeln, Regeln des Tuns zu entwickeln. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, die sicherstellen sollen, falls sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Das ist immer die Relativierung und deswegen auch Kontrollen dazu, dass es eben zu keinen zusätzlichen Schub an Neuinfektionen kommt. Frau Striebel, ORF. Frau Striebel, ORF. Bisher ist noch kein Datum genannt worden, wann dieses Reiseregime, wie es der Herr Innenminister genannt hat, wann das beginnt, wann da die Quarantäne beginnt. Und können Sie noch einmal fix sagen, das heißt, Auslandsösterreicher, die ihre Eltern in Österreich zu Weihnachten besuchen wollen, dürfen nicht nach Österreich kommen? Das ist falsch. Und entspricht auch nicht dem, was wir vorher gesagt haben. Es besteht weder ein Einreise- noch ein Ausreiseverbot, sondern es gibt klare Regeln, unter welchen Bedingungen Reisen stattfinden dürfen. Und das sind Quarantäneregeln. Und insofern wäre es falsch zu sagen, man darf weder ein- noch ausreisen. Man darf selbstverständlich nach Österreich einreisen. Es ist mit Quarantänevorschriften verbunden, wenn man aus einem Land kommt, dass eine gewisse Grenze an Infektionsgeschehen überschreitet. Und zum Zweiten, wenn man ausreist, und auch das darf man, aber dann muss man selbstverständlich, wenn man zurückkehrt, in Quarantäne gehen. Die zweite Frage war... Was war die? Wann diese Quarantänemaßnahmen starten? Spätestens mit Mitte Dezember. Frage von der Frau Singer von ATV. Ich hätte zwei Fragen. Eine an den Bundeskanzler. Jetzt hat Österreich de facto die höchsten Infektionszahlen weltweit gehabt, pro 100.000 Einwohner. Jetzt müssen Leute, die ins Ausland gehen, danach in Quarantäne. Wieso gilt das nicht auch für innerösterreichische Pendler, etwa wenn man jetzt über die Feiertage nach Westen fährt, ob man dann, wenn man in Regionen fährt, wo es eine hohe Inzidenz gibt, wenn man zurückkommt, in Quarantäne muss oder einen Test ablegen muss. Und eine Frage an den Vizekanzler noch. Jetzt gibt es 50% Umsatzentschädigung. Warum nicht 80? Also war das im November zu hoch? Ich glaube, zu Ihrer ersten Frage, es muss machbar bleiben. Wenn Sie sich Regeln in anderen Ländern anschauen, dann merken Sie, dass fast alle Länder hier auf ihre Staatsgrenzen setzen und nicht auf Bundeslandgrenzen. Wir sind ein sehr kleines Land als Republik Österreich, also hier innerhalb der Bundesländer auch noch Quarantänevorschriften zu machen. Ich glaube, dass das schwierig wäre und ich glaube, dass dafür die Unterschiede zwischen unseren Bundesländern nicht entsprechend groß genug sind. Also da müsste es noch ein größeres Auseinanderdriften geben und selbst dann wäre es de facto weder machbar noch kontrollierbar. Eine Regel bringt ja auch nur etwas, wenn sie
kontrollierbar ist. Es ist schon eine logistische Mammutaufgabe für Innenministerium, Gesundheitsministerium und Verteidigungsressort, das an der österreichischen Außengrenze zustande zu bringen für eine beschränkte Zeit. Innerösterreichisch ist das de facto absolut unmöglich. Und insofern, glaube ich, sozusagen ist das etwas, was es kaum irgendwo auf der Welt gibt und was auch schwierig oder kaum irgendwo in Europa gibt und was auch schwierig umzusetzen wäre. Ja, eingangs noch einmal zu den Vorteilen des Umsatzersatzes. Das erste Argument kommt ja immer daher, dass damals ja bereits im November hier das ganz schnell zur Auszahlung gebracht werden kann, was auch gelungen ist. Der Finanzminister hat ja alle Zahlen parat, wie viele Zehntausende Anträge gerade von Klein- und Mittelbetrieben da gekommen sind. Das war ja das Hauptmotiv, schnell Liquidität reinzubringen, auch was Arbeitsplatzsicherheit betrifft. Wir haben noch nicht hinzugefügt, dass selbstverständlich wieder eine Arbeitsplatzgarantie mit diesem Umsatzersatz verbunden ist und insofern hier mehrere Ziele mit einer Maßnahme getroffen werden sollen. Man muss wissen, dass das Durchschnittsgrößen waren. Wir haben 80% gehabt für diese Kategorie, die am 3. November geschlossen wurde. In der Folge 20, 40, 60, wenn Sie sich erinnern, im Handel, der war ja schon ganz anders spezifiziert, dass man hier spurzielgerichteter vorgeht. Wir müssen wissen, dass gerade in der Hotellerie, da oder dort, natürlich auch in der Gastro, auch bei Veranstaltungen, die werden ja oft vergessen, die kommen ja auch in diesen Vorteil, dass da im November andere Umsatzzahlen sind als im Dezember. Das ist für viele der von mir genannten Branchen ja einer der umsatzstärksten Jahrgänge. Im November ganz anders in der Regel im Durchschnitt und deshalb jetzt 50%. Und ich habe ja ausdrücklich hinzugefügt, aber Bezugsbasis wird der Dezember sein. Und so begründet sich das. Und insgesamt glaube ich, dass es im Einzelfall manchmal ein bisschen mehr sein kann, als es sonst gewesen wäre, wenn man nur den Fixkostenzuschuss gehabt hätte. Im anderen Fall ist es anders. Wichtig ist ja, dass man beide Instrumente nicht gleichzeitig ziehen kann, also entweder Fixkostenzuschuss 2, den es ja jetzt gibt, oder eben den Umsatzersatz. Und die Abwägung muss ja das Unternehmen selber treffen. Und diese Freiheit existiert und dieses Regime läuft dann tatsächlich mit 31.12. aus. Vielen Dank. Ich schließe hier nun die Pressekonferenz. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass im Anschluss ein weiteres Pressegespräch mit dem Finanzminister, dem Bildungsminister und der Frau Tourismusministerin stattfindet. Vielen Dank.